Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, in der letzten Folge habe ich ja diesen geilen Grabungsschuppen-Eckenplatz gebaut. Und irgendwann wäre es halt geil, wenn wir mal die Mine freischalten, damit wir hier auch was dran bauen können. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das hier zu errichten und zu dekorieren. Es geht immer noch ein bisschen mehr, aber ich finde, erstmal ist das ganz okay so. Sehr gut. Und wenn jetzt unsere Holzschuppentypen ein bisschen Kupfer ranschaffen, ist das auch ganz gut, damit wir eventuell irgendwann komplett für die Dorfbewohner auf Kupferwerkzeug umsteigen können. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. Ich guck mal, ob wir jetzt genug Kalkstein haben, um die restlichen Steinhäuser jetzt zu verdichten. Da oben, das muss noch gemacht werden, die zwei. Huch, jetzt wäre ich fast runtergeritten von der Brücke. Und hier vorne haben wir ja noch die Giebel zum Machen. Kalkiger Stein, wo bist du? 441, naja. Nicht so viel, aber für das eine Haus hier sollte es reichen. Ich bin hart überladen. Warum bin ich hart überladen? Achso, ich habe noch Holzstämme dabei. Zack, so. Das Haus ist fertig verputzt. Schön. Ey, ob ich jetzt schon... Warte mal. Ich könnte Fensterläden anbringen. Das Rezept würde mich 500 kosten. Aber ich hätte gern auch so Blumenzeug da dran. Würde mich auch 500 kosten. Das 750. Ach, ich glaube, ich hätte lieber das. Jetzt habe ich 500 dafür ausgegeben. Mann. Egal. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Das wäre jetzt das nächste Haus, was wir auf Stein upgraden müssten, um eine neue weibliche Person einzuladen. Weil einmal wohnt ja hier in dem riesen Anwesen wohnt ja die neue. Und wenn wir jetzt noch eine Frau, also wenn wir jetzt noch einen Mann anstellen könnten, könnte der damit einziehen. In das Riesenanwesen. Lucky Guy, sage ich da nur. Und in das da könnten halt die nächsten zwei einziehen. Da müssen wir halt nur fertig bauen. Aber sehe ich noch nicht, dass wir das müssen. Deswegen lasse ich das auch erstmal noch. So. Das hier haben wir jetzt angefangen zu verputzen. Noch nicht ganz fertig, wie erwartet, weil uns der Kalkstein fehlt. Naja. Kriegen wir schon noch. Darf ich es hier wieder aufs Dach? Ja, sehr gut. Ich bin Batman. Ich habe die Nachbarschaft im Griff. Was mit dir da? Was machst du da? Batman kommt. Ach. Überlege, wo man hier vielleicht noch Häuser hinsetzen könnte. Vielleicht hier hin. Hier was Spannendes bauen. Den Fall hier mit so zu Stelzen und so. Geil. Ich setze nur mal ein paar Fundamente. Also ich will nur mal gucken, wie das hier, wie man das hier noch ausbauen könnte. Da unseren Riesenhaus einfach hier so hin, ne? Könnte man machen. Gar nicht so doof aus. Gerade, ob das so schief auch okay aussieht. Ja, so schief sieht es auch okay aus. Muss ja nicht alles gerade sein, ne? Um Gottes Willen. Ist ja Mittelalter. Aber hier vorne so ein fettes Haus hin und da hinten nochmal so ein kleines. Fühle ich irgendwie. Ich setze mal kurz die Fundamente. Eigentlich habe ich genug Steine, um das fertig zu bauen. Erstmal Fundamente setzen. Dafür brauchen wir Holzstämme. So. Das sieht doch cool aus. Sieht doch echt cool aus. Könnte was werden. Fühl ich irgendwie. Setz mal kurz die Wege. Damit wir die auch schon mal haben.
würde einfach hier einen ansetzen und gerade durchziehen. So. Doch schön. Ist doch schön hier. Einen schönen Gartenzaun drumherum. Ja, würde ich fühlen. Ach komm, ich nehme jetzt einfach Steine in die Hand und baue den Bums. Meister der Produktion. Oh mein Gott, ich habe Produktion Level 10 erreicht. Krass, krass, krass. Der Baumeister und Kochexperte würde ich jetzt nochmal nehmen. Top. Also mit dem anderen Haus fange ich jetzt auch schon mal an, mit dem kleinen. Hier brauchen wir ja nicht ganz so viele Ressourcen. Also ich brauche jetzt erstmal noch die Villa fertig. Die braucht jetzt noch einen Holzstamm da vorne am Dach. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in den Frühling. Ja, lang genug hier im Kalten ausgesessen. Schön in den Frühling, schön kurzes Hemd. Mal sehen, ob ich damit nicht friere. Zack, so. Haus wurde abgeschlossen. Geiles Teil. Auf jeden Fall, ich gehe gleich hier rüber zu meinem Haus. Mein Haus ist kleiner als das da. Ob das dem Bürgermeister so passt? Ach, naja, wir warten ab. Was ich entscheide, ob wir nochmal umziehen oder nicht. So, erstmal Frühjahr, meine Freunde. Und das heißt, erstmal umziehen. Das dicke Zeug weg. Alter. Sehe ich Metal aus. Nee, das können wir nicht so lassen. Da, also da werden ja die Frauen verrückt, wenn ich das so trage. Das kann ich nicht machen. So, kurzärmelige Tunika. Damit fühle ich mich wohl. Oh, und die Kirschbäume. Leute, guckt euch die Kirschbäume an. Das nicht schön? So, wenn man jetzt ins Dorf reinkommt, es blüht alles rosa. Schön. Wunderschön. Guck mal, denke ich mal, bei dem Haus hier kann ich das Dach schon mal fertig machen. Und hier vielleicht überall schon den Holzstamm reinsetzen. Dann brauchen wir es nachher nicht nochmal zu tun. Okay. Brauchen wir eigentlich nur noch Steine für das kleine Haus. Oh, ich muss mir unseren Wäscheplatz angucken. Oh mein Gott, ja, doch. Im Frühjahr sieht das noch viel, viel besser aus hier. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Top, top, top. Sehr, sehr nice. So. Das Haus ist auch fertig. Jetzt könnten wir uns so ein bisschen um den Gartenzaun kümmern. Oder? Das Mäuerchen kostet... Also, kann ich immer noch nicht freischalten. Schade. Aber ich glaube, ich werde hier vorne mal mit dem Lattenzaun arbeiten. Den finde ich nämlich auch echt hübsch. So, ich habe jetzt hier einfach mal vor die Klippe diesen Holzzaun hier hochgezogen, den ich schon auf der anderen Seite beim Grabungsschuppen gemacht habe, weil ich den irgendwie hübsch finde. Auch so ein bisschen so, damit da kein Steinrutsch passiert, ne? So ein bisschen so in die Richtung. Ja, ich finde das hübsch. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Der sieht halt brachial aus. Aber ganz cool. Okay. Dann werden wir mal das fertig bauen. Ich habe mega Bock. Das sieht so gut aus jetzt. Das wird das Dorf auf jeden Fall nochmal aufwerten. Wir müssen auch Steuern zahlen, aber ich habe gerade keine Kohle mehr. Das heißt, ich muss erst wieder Kohle machen, damit wir Steuern zahlen können. Ja. Also ich werde dieses Jahr auch wieder meine Frau nicht losschicken zum Steuern zahlen, weil ich ja selber erstmal hin muss, um Geld zu verdienen. Dann kann ich auch gleich Steuern zahlen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt brauche ich sehr viel Holzstämme, um den Zaun da fertig zu bauen. Den da hinten. Das wird jetzt nochmal
bisschen was an Zeit kosten. Ist wieder so eine... Naja, so eine kurze Folge. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich so viel baue, dann quatsche ich auch weniger. Und dann wird es im Endeffekt auch eine kürzere Folge. Es tut mir leid. Natürlich jetzt auch mal die Chance, mein ganzes Holz aufzubrauchen. Ich habe nur noch 700 Stämme. Ich habe ja fast keine Stämme mehr. Das ist cool. Das sieht so aus, als müsste es so sein. Ne? Als ist das so eine Absicherung für Geröllstein, der hier runterkommt und so. Das ist schon geil. Na, ein paar Stämme brauche ich noch. Ein klein wenig brauche ich noch. So, jetzt haben wir es fertig. Top. Sehr gut. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die zwei neuen Häuser. Wenn die noch verputzt sind, mega gut. Mega gut. Ich habe auch gedacht, das nimmt so ein bisschen dem Dorfeingang, steht das so ein bisschen die Show. Aber es funktioniert alles und es greift ineinander. Ich finde es gut. Kriegen die noch zwei Toiletten? Natürlich. Brauchen die. Unbedingt. Damit die kacken gehen können. Nämlich aus, bin der Kackimann. Übrigens, Dünger können wir auch gleich nochmal herstellen. So. Nehmen wir hier mal die Toilette dran. Zack. Perfekt. Und ihr bekommt die hier irgendwie dran. So. Irgendwie will das nicht. Dann kommt die hier dran. Ja. Passt doch so. Gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Was wollte ich machen? Dünger. Dünger. Oh, und Wasser müssen wir machen. Unsere Leute haben nichts mehr zu trinken. Dann gib mir mal die 21 Eimer. Die mache ich jetzt voll mit Wasser. Ich bin nämlich auch der Brunnenbeauftragte bei mir im Dorf. Dafür habe ich keinen eigenen NPC. Weil ich sage, ist Quatsch. Also, dass man so viele NPCs hat, dass es sich lohnt, jemanden einzustellen, nur für den Brunnen, das ist Luxus. Das passiert eigentlich nicht. So viele NPCs hat man nicht. Da muss man 200 NPCs haben oder so. Damit der wirklich jeden Tag was zu tun hat. Ach nee. Habe ich die Eimer jetzt? Nee. Ich muss die Eimer ins Nahrungsmittellager tun, nicht ins Lager. Okay. Kurz mal ins Nahrungsmittellager reingelunzt. Fleisch ist auf jeden Fall da. Gebratenes Fleisch ist auch noch da. Eier haben wir genug. Kohl haben wir genug. Mehr als genug. Kann man eigentlich wieder was verkaufen. Aber es bringt so wenig Kohle, ne? Außer wir machen Kohlsuppe. Da brauchen wir wieder Holzschalen für. Ah, alles nervig. Dünger wollte ich machen. Siehst du, ich werde immer wieder abgelenkt. Ist nämlich im Schweinestall schon wieder bei 100%. Das sagt uns eigentlich schon wieder, dass der NPC nicht hinterherkommt und hier so viel Dung entsteht, dass sich das hier sammelt. Hier ist sowieso immer auf 100%. Weil hier kein NPC mitarbeitet. Du machst nix. Nix machst du. Einfach nur da, um die Tiere zu füttern. Den ganzen Tag. Der hat es am leichtesten hier. Der hat den leichtesten Job. Wirklich. Der bohrt ein bisschen in der Nase. Lässt sich den Wind durch die Haare fahren. Und füttert die Esel. Mehr macht der nicht. Komm ich hier rüber? Ja. Gerade so. Hier wird ausgesät, perfecto mundo. Und hier drüben wird Roggen geerntet. Nee, doch, Roggen. Sehr schön. Und hier wird auch gleich umgegraben, gedüngt und sowas. Perfekt. So sollte es sein. Dann geben wir denen gleich noch ein bisschen Dünger, damit sie schön durcharbeiten können. Okay, Dünger ist hergestellt. Jetzt heißt es, Geld machen, um einfach die Steuern zu bezahlen, ja.
Dafür nehme ich mir nochmal eine Steinspitzhacke mit. Nochmal 8 Stück davon. Ach, nehmen wir mal 2. Und dann gehe ich ab in die Mine. Müssen wir auch gleich mal gucken, was jetzt nun an Bronze... Ne, an Bronze nicht, an... an Dingsbums, ihr wisst, was ich meine, Kupfer, jetzt reinkam. Und jetzt, wo ich an den Tieren vorbeilaufe, fällt mir auch nochmal auf, dass wir in die Verwaltung der Tiere reingucken können. So, wir haben einen Hahn, 3 Hennen und 3 weibliche Küken. Perfekt. Wir haben 2 Eber, eine Sau und einen Ferkel. Dann den Eber hier können wir verkaufen. Kriegen wir auch wieder Kohle rein. Eselstute haben wir 2 und Hengst haben wir 1. Schön. So, das sollte reichen. Kupfererz haben wir einfach 93. Oh mein Gott. Okay, es wurde viel gesammelt. Mega gut. Haben wir noch was an Zinn hier drin? Zinnbarren, Zinnerz 3. Ja, okay, dann verarbeiten wir das erstmal. So, jetzt brauchen wir nur ein paar Stöcke und dann machen wir ganz, ganz viele Kupferhämmer und verkaufen die. Ich habe jetzt so viel, Kupferhämmer sage ich schon, Bronzehämmer. Ich habe jetzt so viel Bronze, dass ich vermute, dass wir in der großen Stadt jetzt jeden Händler leer kaufen können mit dem Bums. ...32 Bronzehämmer. Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Kann es gar nicht glauben. 32 Bronzehämmer. Mal kurz in die Verwaltung rein. Der Brunnen muss repariert werden, ja. Der Schweinstein muss repariert werden. Und irgendwas hatten wir doch jetzt als... irgendein Feldschuppen hatte doch irgendwas, irgendein Problem oder so. Ah, die haben keine Sense mehr, keine Sichel. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken, wie sieht das aus? Kann ich jetzt auch eine große Sense herstellen? Könnte eine Bronzesense herstellen. Ja... Bronze sicher könnte ich auch herstellen. Bronze Barren und Holzstamm. Wie sieht's mit Kupfer aus? Kupferwerkzeuge. Kupfersichel. Gib mir mal das Rezept. Und ich hole mal ein paar Holzstämme und dann machen wir mal. Bei Kupfererz habe ich hier noch genug. Baumstämme habe ich auch noch genug. Machen wir mal 8 Kupfersicheln und ja, einfach nur fürs Lager. Ja, okay, und den Bums, den verkaufen wir dann am nächsten Tag, weil jetzt sind alle Händler wahrscheinlich schon am Feierabend. Ja. So, auf geht's, Geld verdienen. Guckt euch das von der Perspektive aus mal an. Boah, geil. Schön Kirschblüten. Da müssen auf jeden Fall noch mehr hin. Da müssen noch mehr hin. Oh. Oh, oh, oh. Hier gibt's wieder was zu looten. Da haben wir wieder zu viel Met getrunken, als wir mit dem Holzkarren unterwegs waren, ne? 3 Flaschen leer, 1 voll. Naja. Proviant nehmen wir auch mit. Wie viel Steuern müssen wir denn zahlen? 3.850 BTF. Alter. Ich meine, wir werden deutlich mehr Geld machen jetzt durch die Hämmer. Aber
fast 4000 Münzen Steuer. Das ist mehr als krass. Aber der nimmt uns schon mal 6 Hämmer ab. Der nimmt uns 5 Hämmer ab. Die nimmt uns auch 5 Hämmer ab. Die nimmt uns auch 5 Hämmer ab. Die nimmt uns 6 Hämmer ab. Schön. Der nimmt uns auch 5 Hämmer ab. Jetzt haben wir alle Händler. Alle Händler hier leer gekauft, ne? Alle Händler, die hier sind. Das Einzige, was jetzt noch wäre, wäre der Wirt, den wir noch leer kaufen könnten. Aber sonst haben wir alle Händler hier leer gekauft. Was ist fährt? Und wir haben jetzt über 7000 Münzen. Okay, damit können wir jetzt Steuern zahlen auf jeden Fall erstmal. Wo ist denn der Typ, bei dem wir Steuern zahlen müssen? Wir müssen auch wieder Brennholz machen. Ist der oben auf dem Wall? Ist der in diesem kleinen Häuschen? Ist ja geil. Und, werden wir angegriffen oder nicht? Okay, Steuern gezahlt. Jetzt müssen wir zurück, die wollen Brennholz haben. Ja, das kriegen wir auch hin. Jetzt nach den Steuern haben wir noch 3200 Münzen. Okay. Damit können wir wieder eine Weile dekorieren und bauen. Zum Beispiel Blumenkästen hier für die Fenster. Und hier so Fensterabdeckungen. Feldschuppen braucht auch wieder Säckchen. Das ist kein Problem. Erstmal Feuerholz, dann Säckchen und dann gucken wir mal, ob die anderen auch noch was haben möchten von mir. So, 32 einfache Säckchen. Lasst mich bloß zufrieden jetzt die nächsten 3 Jahre. Okay, 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 okay. Ansonsten haben wir uns ja um alles gekümmert. Hier warten wir noch ein bisschen auf Kalkstein. Auf jeden Fall, die Kupferproduktion geht auf jeden Fall sehr gut steil. Eventuell müssen wir dann uns irgendwann nochmal überlegen, dass wir doch noch Holz brauchen und dann wieder Leute da einstellen, damit die Holz herstellen. Am Holzschuppen. Weil wir haben jetzt fast die Hälfte an Holzstämmen verbraucht. Also wir sind jetzt fast bei 500 Holzstämmen, ne? Und wir haben angefangen mit 1000. Also ich habe sehr viel verbaut, sehr viel zu Brennholz gemacht, sehr viel zu Brettern gemacht und das dann auch wieder verbaut. Aber mir gefällt das hier sehr, sehr gut. So, aber ich würde sagen, das war mal wieder eine kurze Folge, aber eine trotzdem gute Folge. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, schreibt einen Kommentar und setzt ein Like unter das Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.